begrüße euch zu diesem neuen Video. Und zwar wird das wieder mal eine Reading Reaction, auf die ich mich schon unfassbar freue. Und gerade ist das Buch bei mir angekommen mit ein paar anderen fancy Sachen. Und ich dachte mir, ich zeige euch das zu Beginn mal. Es handelt sich um das neue Buch von Anne Freitag. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Und das war in diesem Paket unter anderem mit diesem Beutel. Da ist auch nochmal das Cover drauf und hier hat Anne einfach unterschrieben. Mega cool. Dann noch diese fancy Postkarte. Ich krieg's nicht auf. An dieser Stelle muss ich hier sagen, ich bin gegen Plastikfolie. Das ist so schön. Ich finde das ja wieder mega fancy. Also, ist ja wieder richtig cool gemacht. Und hier hinten, also ich liebe diese Zeichnungen einfach immer. Ich finde das so schön. Es ist Sonntag, 9.17 Uhr und ich habe beschlossen, dass ich heute einen Sonntag mache. Also einfach mal was für mich, weil ich das die letzten Tage, Wochen nicht so wirklich gemacht habe, weshalb ich auch eigentlich gar nichts gelesen habe. Und ich dachte mir, da ich irgendwie keine Lust auf eins meiner angefangenen Bücher habe, fange ich jetzt endlich mal Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte von Anne Freitag an. Und wenn es mich so begeistert wie nicht weg und nicht da, dann löse ich das heute fertig. Wir werden sehen. Und ich nehme euch wieder mit und filme eine Reading Reaction, weil mir das sehr viel Spaß macht und ich mir dachte, wenn das Ganze jetzt auch so ein bisschen Readathon-like ist, dass sich das vielleicht lohnt. Und ja, let's go! Diesmal passen meine Nägel ausnahmsweise nicht dazu. Color Blocking for the win. Wer meine Reading Reactions kennt, weiß, dass wenn ich markiere, also Zitate in dem Buch, die immer zu dem Cover passen, die Stifte. Und ich habe lustigerweise einfach jedes Mal einen passenden Stift. Da mich schon einige gefragt haben, was es für Stifte sind. Das sind Midliner, die sind von Amazon. Ich kann euch die mal in der Infobox verlinken. Und ich liebe die. Ich habe gerade das Gefühl, es ist der richtige Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen. Einfach weil ich mich gerade sehr angesprochen fühle von dem Buch und es so meine Gedanken gerade sehr gut widerspiegelt und ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt einen wunderschönen Ingwertee gemacht und bin auf Seite 46 und ich finde es bisher richtig gut, was zum einen an Anne Freitags Schreibstil liegt, aber zum anderen auch daran, dass ich die Geschichte unheimlich interessant finde. Und bisher weiß ich noch nicht, wie sympathisch mir die Charaktere so sind. Aber ich finde sie alle sehr interessant. Ich habe schon den ganzen Morgen das Fenster auf und es ist so schön. Und Anne Freitag schafft es mit dem Buch, glaube ich, mich aus einer sehr krassen Leseflaute zu bringen. Ich bin, glaube ich, schon bei Seite 70, 80. So viel habe ich in den letzten 2 Wochen nicht gelesen, also ja. Ich liebe das Buch allein schon deshalb, weil Anne Freitag einfach so ein Talent dafür hat, so fremde Städte und Landschaften und so schön zu beschreiben, dass man einfach so richtig die Feels hat. Also ich habe das jetzt vor allem hier so und bin jetzt auf Seite 123 und ja, ich finde die Wendung der Geschichte bisher sehr interessant und bin gespannt, was hier noch so auf uns zukommt.
Das ist der nächste Tag. Ich habe gestern noch bis zur Hälfte ungefähr gelesen. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt so aktuell von dieser Beziehung halten soll, weil eigentlich bin ich da echt kein Fan von. Es war so klar, dass das passieren musste, was gerade passiert. I'm annoyed. Es geht aufs Ende zu. Und ja, gerade bin ich, sagen wir, nicht mehr ganz so begeistert wie noch am Anfang, aber ich finde es immer noch gut. Ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich hiervon halte. Ich persönlich finde es ein bisschen weird. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gelesen, diese Wendung. Aber sie lässt mich immer wieder verwirrt zurück. Aber ich mochte es, auch wenn ich es eventuell ein bisschen unrealistisch finde. Ich weiß gerade nicht so ganz, was ich denken soll. Aber ja, ich habe das Buch hiermit beendet. Ich glaube, ich muss auch einfach noch mal ein bisschen darüber jetzt nachdenken. Also meine genaue Bewertung werdet ihr dann im Lesemonat sehen. Und ja, es war auf jeden Fall ein schönes Buch. Und ich habe es sehr genossen, es zu lesen. Es hat mir sehr viel gegeben auch. Und I liked it. Auch wenn es nicht perfekt war, aber es hat mir trotzdem unfassbar gut gefallen. Und ja, wenn euch die Reading Reaction gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wie ihr es fandet, wenn ihr es schon gelesen habt. Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! When's the last time we felt?